Hallo, hier ist wieder euer Rising LP zurück bei Let's Play The Legend of Zelda Ocarina of Time. Ja, letztes Mal haben wir die letzte Weise gerettet und müssen jetzt zurück zur zurück zur Zitadelle der Zeit. Boah. Zitadelle der Zeit. Ich habe auf dich gewartet, Link. Es ist mal wieder schick. Link, der Auserwählte. Du hast unzählige Gefahren überwunden und die sechs Weisen erweckt. Nun wartet deine größte Aufgabe, dein letztes Zusammentreffen mit Ganondorf. Dem Großmeister des Gehens, dem Großmeister des Bösens. Bevor du aufbrichst, solltest du meinen Worten lauschen. So höre denn die Legende, die sich die Sheikah über das Triforce erzählt. Ja, wir dürfen uns jetzt mal wieder in Geschichtsstunde hier bilden. Suchst du das Triforce, so höre gut zu. Es befindet sich im Heiligen Reich. Dies ist ein Ort, der auf die Wünsche deines Herzens reagiert. Ein schwarzes Herz macht es zum Hort des Übels, ein reines Herz aber verwandelt es in ein Paradies. Das Triforce, Symbol der Macht, birgt das Gleichgewicht dreier Kräfte, Weisheit, Mut und Kraft. Sind diese Kräfte ausgeglichen, im Herzen des Triforce-Trägers hat er die Macht, gerecht zu herrschen. Doch ist das Herz nicht im Gleichgewicht, so spaltet sich das Triforce in seine drei Fragmente. Nur ein Fragment bleibt ihm, jenes nämlich, das zu der Kraft gehört, an der er selbst am meisten glaubt. Will er nun alle Macht erhalten, muss er die anderen Fragmente des Triforce finden. Noch zwei vom Schicksal Erwählte tragen je ein Triforce-Element als Symbol auf ihrem Handrücken. Ich finde übrigens mal gerade die Melodie voll geil. Sieben Jahre zuvor drang Ganondorf in das Heilige Reich ein, dessen Zugang du in der Zitadelle der Zeit geöffnet hast. Als seine Hände das Triforce berührten, wurde die Legende wahr. Als das Triforce in drei Teile zersprang, gelang es Ganondorf lediglich, das Triforce-Fragment der Kraft zu erringen. Durch die Macht des Triforce-Teils wurden seine teuflischen Kräfte verstärkt, doch sein Drang, Böses zu tun, ist noch nicht befriedigt. Daher sucht er nun die, die auserwählt wurden, Träger der anderen Triforce-Elemente zu sein. Der Auserwählte mit dem Symbol des Mutes bist du, Link. Das Symbol der Weisheit trägt der siebte Weise, dessen Bestimmung es ist, zum Meister aller zu werden. Oh, Sheik ist der siebte Weise. Und verwandelt sich dadurch in Zelda. Jetzt muss ich wieder eine hohe Stimme machen. Oh, Hilfe, nach dem Gekrächze gerade eben, ne? Ich bin es, Zelda, Prinzessin von Hyrule. Verzeih, dass ich dir stets in dieser Verkleidung aufgesucht habe, doch es war nötig, da ich mich vor Ganondorf verstecken musste. Heute, vor genau sieben Jahren, suchte Ganondorf mit seiner Horde wilder Kriegerin Hyrule heim.
Ich habe dich gesehen, als ich mit Impa zusammen aus dem Schloss floh. Ich fühlte, dass du derjenige gewesen bist, der die Ocarina haben soll. Ich wusste, dass es unsere beste und einzige Chance war. Solange du die Ocarina in deinen Händen hältst, so dachte ich, wäre es dann doch nicht möglich, das Heilige Reich zu betreten. Aber etwas, das ich nie erwartet hätte, ist geschehen. Als du das Tor zur Zeit betreten hast, bannte dich das Schwert 7 Jahre im Heiligen Reich. Dein Geist ruhte im Vakuum der Zeit, das Triforce fiel im Ganondorfs blutige Hände, die Unheil über das Heilige Reich brachte. Ganondorf verlor mehr und mehr sein menschliches Antlitz. Er wurde zum Großmeister des Bösen, dem Boten des Todes. In all den Jahren gelang es mir, mich als Schicker zu tarnen und so mein Schicksal zu entgehen. Ich wartete 7 Jahre. Doch nun endlich bist du zurückgekehrt. Die Herrschaft des Terrors soll jetzt ihr Ende finden. Die Tage des Bösen sind gezählt. Die 6 Weisen werden neue Siegel schaffen und Ganondorf für immer in die Tiefen der Hölle verbannen. Ist dies vollbracht, werde ich das Tor zum Heiligen Reich ewig schließen. Auf diese Weise wird Ganondorf und mit ihm alles Böse für alle Zeit aus Hyrule verschwinden. Link, um dieses Vorhaben mit Erfolg zu krönen, musst du mich schützen, bis der Plan vollbracht ist. Nimm nun die Waffe an dich, die die Kraft des Bösen mitten ins schwarze Herz trifft. Die heiligen Pfeile des Lichts. Die Lichtpfeile! Platziere sie auf C, um sie zu verschießen. Ich habe gerade was gesagt, verschließen. Das Licht des Guten zerstört Böses. Erdbeben, wir sind ja hier in Japan, also. Dieses Beben? Was geschieht hier? Das darf nicht sein! Prinzessin Zelda, endlich hab ich dich. Ich bin beeindruckt, dass es dir gelungen ist, mir 7 Jahre lang zu entkommen. Endlich gibst du dich zu erkennen. Ich wusste, dass ich nur den Lungen zu folgen brauchte, um dich zu finden. Mein einziger Fehler war, die Kräfte des Jungen zu unterschätzen. Na, Zelda macht einen Abflug. Nein, es war nicht seine Kraft, die ich unterschätzte. Es waren die Kräfte des Triforce-Symbols für Mut. Doch mit dem Element, das er besitzt, und dem Triforce der Weisheit, das in deinen Händen wohnt, schließt sich der Kreis. Mit allen 3 Elementen werde ich zum Herrscher dieser Welt. Nie wirst du Zelda retten. Wagst du es, mein Schloss zu betreten, vernichte ich auch dich. Ja, ich würde mal sagen, wir gehen mal Ganondorf besuchen. Zu Kaffee und Kuchen und so. Aber erst will ich noch wieder was Super Mario. Ich lasse das Spiegelschild, aber mach die Zora-Rüstung an, weil jetzt betreten wir das letzte Dungeon dann.
Boah, meine Stimme ist so am Sterben. Daneben. Ach, da stehen noch die Reste des Schlosses. Willkommen bei Ganons Schloss. Hallo. So. Wollen wir erstmal die Umgebung hier erkunden? Hier war, glaube ich, irgendwo, wenn ich nur richtig in Erinnerung haben wollte, das Goldene. Seht ihr? Hallo, mein Schnubbi. Da hinten das Ding können wir übrigens erst später. Okay, na, hier ist sonst nichts. Jedenfalls noch nicht. So, die Frage ist nur, wie betreten wir das Ding dann, ne? Irgendwo, irgendwo rein kann. Außer da. Ach, wisst ihr was? Ich nehme die Treppe. Link, hörst du mich? Hier spricht Raum. Die sechs Weisen sammeln ihre Kraft, um eine Brücke zum Portal von Ganondorfs Schloss zu nehmen. Der Wachturm des Schlosses, auch der Teufelsturm genannt, wird von sechs Siegeln des Bösen blockiert. Brich die Siegel, dringe in den Turm ein und rette Prinzessin Zelda. Konfetti! Regenbogenbrücke. Vielleicht finde ich hier gleich den goldenen Topf oder so. Somewhere over the rainbow. Ah, damit sind wir im Teufelsturm. Wir können mal. Das sind die besagten Siegel da. Wir gehen von rechts, also gegen Uhrzeigersinn. Bumm. Was kriegen wir denn hier? Ah, 5 Rubine. Beste. So, und ich wette mal, die werden jetzt auch, gleich brauchen. Wieso brennt jetzt eigentlich auch nicht der Teppich übrigens wieder? So, damit geht die Tür auf. Heidewitzka. Moment. Yay. Na du. Weißt du was? Gut. Was habe ich jetzt damit gemacht? Halt dich. Boah, ich wollte schon sagen, warum hält er sich nicht fest?
Nein, runter. Boah. So, ach, okay, da ist das andere. Darf ich nur nicht gleich runterwehen. Und da ist das erste missgestaltete Dingen da. Und die müssen wir mit diesem Lichtpfeil zerstören. Ach, jetzt habe ich Dingens vergessen. Schuhe. Wichtig ist es, immer genug Energie zu haben, weil die verbrauchen extrem viel Energie. Das Waldsegel ist gebrochen. Beeil dich, Link. Super Drogen. Ja, und damit ist das erste Siegel erlöscht. Ja, und damit würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Part wieder. Bis dahin, euer Rising Soul LP.